Tatsächlich ist das bei mir so. Ich habe 92 im September angefangen als Junglader. Ja? Da war ich 17 Jahre am Flughafen, Frankfurt Flughafen. Ein Jahr ging die Ausbildung. Und da war ich jeden Tag auf der Arbeit. Diese Leute, diese Polizisten, die haben ja schon mal damals schon gelogen, ne, dass ich die Leute entführt hätte und so. Die haben damals schon brutal ermittelt gegen mich und haben gesagt, also Sie kennen Sie, also wir haben das rausgefunden, haben sie gesagt. Sie haben keine Verwandte, sie kennen niemanden, sie haben nicht mal Freundeskreis mit diesen Leuten, die sie dort erwischt haben in Spanien. Die lügen alle, haben sie gesagt. Die haben sogar bei mir rückwirkend, wo ich in der Ausbildung war, in der Arbeitsstelle Piloten, Ausbilder, Kameraaufnahmen von der Sicherheitsbehörde, der Flughafen, das ist ja alles unter Kamera. Die haben sogar das überprüft. Ne? Ich war immer auf der Arbeit, bevor wir nach Spanien gegangen sind, und kennen habe ich sowieso keinen gekannt, ne? Sozusagen. Und irgendjemand hat die ganzen Unschuldsakten gegen was, die haben ja gegen mich Falschaussagen gemacht über Polizei, ne? Und danach habe ich dann bewiesen, dass ich mit gar nichts zu tun habe. Und irgendjemand hat meine Unschuldsakten löschen lassen. Und da ist der Name gefallen von Eiche Sibel Schecker, ne, meine Cousine. Die hat über Augsburg oder Berlin mit irgendwelchen Leuten meine Akten löschen lassen, ne? So dass ich unschuldig bin und so. Und ich denke mal, das haben die gemacht mit dieser Carlos. Da gibt es auch eine Kategorie, diese Carlos, Motorradfahrer, Motorrad-Bike-Shop, ne? Da ist so eine Zeynep. Ich habe erzählt gehabt, die hätte 100 Motorräder gegeben und so. Hat man dann im Nachhinein erzählt. Ja, der Yashar Dagli hat die Motorräder bekommen und hat mit Eichel Özdemir, mit Yusuf Şeker halbe halbe gemacht. Ne? Die haben da zusammen 100 Motorräder bekommen. Na, wahrscheinlich wegen das haben die das bekommen. Ne? Und nicht, dass ich die Leute schützen soll, weil sie mir was gegeben haben und so. Ne? Und das sind wahrscheinlich auch genau die Leute, die mit den Deutschen, ne, hier, wie ich erzählt hatte, die Offiziere, oder die Bundeswehr, Polizei oder was weiß ich da, Regierungspolizei, das sind alles eure Mittäter und die sind immer zusammen und lügen zusammen und haben sich dann noch den reingehauen. Die sind die Zuständigkeit und keiner kann sich einmischen. Ich will mal was sagen jetzt, persönlich, ne, so von mir privat. Ihr seid eine Erniedrigung, seid ihr. Ne? Ihr seid die Zuständigkeit. Nur die Leute, die in Spanien waren, können Angaben machen. Und dann gibt ihr Familienmitgliedern Geld, das die über mich lügen sollen. Ne? Wer seid ihr? Was seid ihr eigentlich? Ne? Ich sehe, wir haben ja keinen Kontakt eins zu eins, aber ich denke mal, was ich sage, kommt schon an die Stelle an. Ne? Ihr seid eine Lachnummer und eine Witznummer. Die ganze Welt lacht auf euch, glaubt mir. Ihr seid eine Missbildung von einer Menschheit und sonst gar nichts. Ja. Das könnt ihr jetzt als Kompliment für euch da irgendwo einrahmen. Ne? Oder hier Mayas, was weiß ich, Mayos Ausbilder. Hier auf der Zeile 26, da hier. Ihr seid ein Witz der Gesellschaft, wisst ihr warum? Ihr habt Leute, die gebeten haben, im Vatikan entführt und ermordet, misshandelt, Vatikanobank ausgeraubt. Ihr habt eure eigenen Landsleute, Kollegen vergewaltigt. Ihr habt sie dazu gebracht, dass sie ihre eigenen Kinder vergewaltigen sollen, weil man sich über die Virologen im Baunatal lustig gemacht hat und so, ne? Habe ich alles rausgefunden.
Und wer euch hilft, ja, ist genau derselbe Scheiße wie ihr, würde ich sagen, ne? Meiner Meinung. Ne? Jetzt denkt mal gut drüber nach, wo eure Fehler sind.